Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 2 hier auf Schnaken TV. Im Hintergrund seht ihr meine erlegte erste Grabspinne. Harter Kampf. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch unbedingt die letzte Folge an. Also der Kampf war echt krass. Also es war bisher echt der krasseste Kampf im Spiel. Ich habe wirklich hier mit der Höhle zusammengearbeitet. Also wirklich, wenn die auf mich zugestürmt wäre, wäre es fertig gewesen. Und die hat uns einen goldenen Kopf gegeben. Den schauen wir uns jetzt gerade mal an, was der uns bringt. Bei Blunder wird das Ganze sein. Ein goldener Kopf, der unverkäuflich ist. Okay. Schön. Dann wird er uns irgendwo was freiräumen. Aber jetzt schauen wir einfach mal in der Höhle weiter. Also hier war die Grabspinne, hier vorne ist sie gespawnt. Wir speichern einmal kurz zwischendurch. Aha, hier ist eine Fassung. Da können wir das Teil reinstecken, um das Tor zu öffnen. Aber jetzt schauen wir erstmal kurz hier hoch. Wo führt denn... Aha, zwei Schweine. Proviant haben wir auch noch kaum. Egal, wir legen uns einfach mal mit denen an. Zumindest mal mit einem Schwein. La 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 la. Wieder die gute Wegrolltechnik. Kommt ihr da in die Höhle rein? Kommt ihr mit? Kommt sogar mit. Ich lasse mir jetzt nicht schon wieder von irgendwelchen Schweinen den Arsch versohlen. Das gibt's doch nicht. Ich hab mich gerade mit einer Grabspinne angelegt. Verpisst euch, echt, das glaube ich ja gar nicht. Jetzt meint ihr, ihr könnt mir hier den Arsch versohlen oder was? So, aus euch mache ich Schaschlik, Mann. Okay. Sehr gut. Zweimal rohes Fleisch. Hier nochmal ein Pilz. Okay. Schauen wir mal, was uns hier draußen noch... Eine... Was ist das hier? Eine Erzader. Okay. Eine Markibeere. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Aha. Da vorne ist die Brücke, über die wir gelaufen sind, um ins Piratenlager zu gelangen. Und ich glaube, die Höhle, vor der Höhle wurde uns gewarnt von dem Mann von der Inquisition, der für das Fleisch zuständig ist. So, jetzt haben wir's. Ist einfach schon zu später Stunde. Wir haben jetzt, glaube ich, was haben wir jetzt? 0.11 Uhr. Okay. Oh, ein Holzbein. Kann man das anlegen? Beine? Füße? Nein, kann ich nicht. Was kann ich mit einem Holzbein machen? Blunder. Wahrscheinlich will das irgendjemand haben. Oder? Was kann man mit einem Holzbein machen? Ich glaube gar nichts. Sand, Körper, Beine. Ja. Ich glaube, man kann gar nichts damit machen. Alles. Holzbein, wo bist du? Holzbein, wo bist du? So. Ja. Ich glaube, das ist ein Questgegenstand. Auch okay. Ich weiß zwar nicht, wen wir da gefunden haben. Auf jeden Fall haben wir dessen Holzbein gefunden.
Wahrscheinlich wird uns nachher irgendjemand das Holzbein für viel Gold abkaufen. Ja, ja. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Wir sind ja immer neugierig. Jetzt kommt wahrscheinlich Grabspinnens Vater. Und der ist dann wahrscheinlich richtig stinkig, dass wir deinen Sohn getötet. Ja, klar. Ich werde hier direkt beworfen mit irgendwas. Was bist du denn? Ach komm, verpiss dich. Was willst du denn jetzt? Super Plan. Okay, wir haben keine Munition mehr und sollen jetzt gegen so einen kämpfen hier. Das kann ja nur gut gehen. Gegen einen Krieger. Oh, blocken, blocken, blocken. Interessiert ihn gar nicht, dass ich ihn hau. Er versaut mir nur massivst den Hintern. Okay. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen zurücknehmen. Oder einfach sterben. Kann man auch. Ja, so viel dazu, ne? Laden wir mal eine Runde. Haben ja nach den Schweinen nicht gespeichert und müssen jetzt nochmal die Schweine besiegen. Ist okay. Kann man machen. Muss nicht sein. Aber wir sind ja nicht so, ne? Oder? Ah, doch, es hat sogar... Oh, wir waren so schlau, wir haben nach den Schweinen gespeichert. Aber das Holzbein hatten wir noch nicht. Doch, hatten wir auch schon. Oh, sind wir klug. Oder das Spiel war klug, es hat für uns gespeichert, glaube ich. Okay, in dem Fall lassen wir die Höhle mal noch aus, merken uns die aber, dass wir da irgendwas mal finden werden. Aber gegen die kämpfen, das geht, glaube ich, schief. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zum großen Tor, zu dem Büchsenmacher und holen uns ein bisschen Munition, weil sonst wird das Ganze hier ziemlich lame, weil wir einfach die ganze Zeit nur kassieren, weil unser Kampfstil ist noch nicht gerade so ausgereift. Und der Büchsenmacher ist ja auch gerade ums Eck. Da ist er schon. So, Büchsenmacher. Mit der Pistole unterrichten. Kannst du mich mit der Pistole unterrichten? Klar. Aha. Wie ich eine Pistole baue, wie ich kritische Treffer erzielen kann. Aha. Pistole während eines Gesprächs benutzen. Das ist auch nicht schlecht. Schneller schießen. Mhm. Aber ich glaube, ich will erstmal das hier. Kann ich das schon machen? Zeig mir, wie ich kritische Treffer erzielen kann. Nein, kritisch wird's erst, wenn du daneben schießt. Deswegen solltest du immer sehr lange zielen. Und schieß immer auf den Kopf. Solche Treffer machen mehr Schaden. War es das, was du wissen wolltest? Ja, ganz genau, das wollte ich wissen. Wie kann ich jetzt zielen? Kann ich überhaupt zielen? Zeig mir keine Ahnung. Jetzt schauen wir erstmal, ob er mir ein paar Kugeln hat. Er hat er mir 100 Stück. Sehr gut. Bauplan für die Zwillinge. Mhm. Gut. Ah, hier ist noch mehr. Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Ja, ja, ja. Jetzt komm. Hab dich nicht so. Das war alles. Das wolltest du mir jetzt noch an den Kopf werfen. Okay. Aber rauskommen tust du auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal... Blum, blum, blum. Jetzt hier. Den Dschungel weiter nach unten, wie wir es eigentlich vorhatten.
Und dann machen wir eigentlich gerade die Runde Richtung Plantagen und dann hätten wir eigentlich die komplette Insel mal abgegrast und könnten dann mit dem Schiff weiterfahren. Wobei ich glaube, in der Folge werden wir uns wirklich auf das Abgrasen der Insel jetzt noch beschränken. Und dann in der nächsten Folge, außer wir finden noch irgendwas ganz Krasses, werden wir nächste Folge dann mit Kapitän Stahlbart lossegeln. Und ist nochmal ein Wildschwein, noch ein paar Punkte sammeln. Ah, Proviant hätten wir auch gerade kaufen sollen. Egal, wir haben ja jetzt wieder Pistolenmunition. Hey, das ist so ätzend, das gibt's gar nicht. Jetzt haben wir da 1000 Gold ausgegeben, ja, um besser zu schießen. Und was macht er? Den ersten Schuss auf ein Kack-Wildschwein schießt er sonst wohin. So, egal. Den haben wir auf jeden Fall schon mal, den Eber. Eberhard! So, wo ist der nächste? Erstmal speichern. Ich muss hier mal so voll vorbeischauen an meinem riesen Mikro. Riesig. Da steht's. Bam. Hey, schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Ey, das ist doch unglaublich. Das ist doch echt total. Egal. Nicht aufregen. Aber ich gebe 1000 Gold aus, um kritische Treffer zu setzen, und er schafft es nicht mal, einen normalen Treffer auf ein, ist ja kein Meerschweinchen oder so, nein, es ist eine Sau, also, und nicht aus 200 Meter, sondern aus 2 Meter Entfernung trifft er diese dumme Sau nicht. Mann, echt unglaublich. Aber schauen wir einfach. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Aha. Okay, ich verstehe. Ja, genau. Und das, der hier unten hat uns nämlich gewarnt vor der Höhle da oben. Die so interessant ist für uns. Aber erst später. Schauen wir mal noch hier rüber. Da haben wir noch ein paar Äffchen. Und eine Makibeere. Und da noch ein bisschen schwarzer Oleander. Gut. Komm, Krallenaffe. Affe, 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 Affe. Elefant. Äffchen, Elefant. So, das war's schon. Okay. Hier nochmal ein bisschen Blutwurzel für unsere Bloody Mary. Hier liegt nichts. Eine Makibeere. Da nochmal zwei Wildschweine. Mal schauen, ob es jetzt besser klappt. Das gibt's doch nicht. Wie bescheuert muss man denn sein? Oder mache ich irgendwas? Muss ich länger draufbleiben vielleicht? Dass er dann zielt. Oder? Okay. So, einmal Schweinekotelett. Und aus dem anderen machen wir noch ein bisschen Schweinebauch. Einmal speichern. So. Also, jetzt probieren wir es nochmal. Mit. Das gibt's doch nicht! Was mache ich denn falsch? Unglaublich. Ich habe jetzt, seitdem ich das geskillt habe, noch keinen einzigen Schuss getroffen. Alle daneben. Was mache ich denn falsch?
Unglaublich. Echt unglaublich. Da liegt noch was. Eine Maki-Beere, okay. Sonst noch etwas? Nein. Okay, damit haben wir die Runde abgeschlossen. Kannst du mir noch irgendwas Tolles beibringen? An ich Jaguar, hab den Jaguar erledigt. Den in den Bergen? Das war ein gefährliches Biest. Ich bin beeindruckt. Gibst mir nicht Zeig mal was. Mir deine Waffen. Doch, bisschen Ruhm. Okay. Da haben wir nochmal Kugeln. Die nehmen wir auch gerade mit. Zeig mir dein. Was ist das hier? Enterpistole. 50 Schaden. Mhm. Okay, also das bringt uns gar nichts. Dann schauen wir nochmal bei ihm hier vorbei. Mehr ist nicht zu holen. Ein bisschen was klauen. Verkaufst. Was hast du Tolles noch? Eine Knochensäge für 100. Offiziersring, Pistole und Stichwaffen plus 5. Kostet mich 250 Stutz. Mhm. Ja, das habe ich jetzt nicht. Das will ich auch nicht ausgeben. Du redest. Was? Lass mich bloß in Ruhe. Ja, eben, redest ja nicht mehr mit mir. Hast du nämlich einen kleinen Penis? Was liegt hier? Schwarze Oleander, okay. Was meint ihr hier noch? Hüte dich Assad. Vor dem Zorn der Ahnen. Ja, habe ich schon gemerkt. Die haben ja schon. Okay. Hat nur seine Machete gezogen und da liegt noch eine Gaganut. Okay. Das ist krass, ey. Ich hatte mal, glaube ich, um die 90 Proviant und jetzt habe ich nur noch 10. Weil ich so mies bin in den Kämpfen. Wahnsinn. Unglaublich. Haben wir hier hinten noch irgendwas rumliegen? Ich glaube eher nicht. Nee. Okay. Was haben wir hier noch? Nichts. Kater. Kater verkauft nur Sachen. Da brauchen wir nichts. Okay. Spielstand wurde erstellt. Petro, warte, er hat hier, glaube ich, den Proviant. Ne, wo ist der Koch? Da. Der Koch hat den Proviant. Ich brauche 21. Was kostet das? 25? 250 Gold. Ja gut, das brauche ich. Ich brauche den Proviant. Das geht nicht anders. Krog rum. Aber wir haben doch auch noch so Zeug dabei. So Perlen und Zeug. Meinte ich. Ja, eben, wir haben doch hier lauter Zeug zum Verkaufen. Aus Jade und sehr wertvoll. 2 Stück, 500 Gold sind die wert. Schick, schick. Wo sind die Muscheln nichts hier? Nichts zu holen. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Na toll. Keine einzige Perle. Sehr nett. Okay. In dem Fall haben wir, glaube ich, alles abgegrast. Hier unten waren wir. Das haben wir alles erkundet. Haben wir das hier unten? Da waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Auf dieser Insel hier unten. Nee, da waren wir noch nicht. Da will ich jetzt noch hin. Also das heißt, wir müssen hier durch. Oder war da? Nee. Ich würde überlegen, wir müssen hierher laufen. Ne, das ist falsch. Wir müssen hier runter. Genau. Da müssen wir hin. Da waren wir auch noch nicht.
Genieß mal ein bisschen die Aussicht hier. Das ist schon schön gestaltet, finde ich. Gefällt mir. Ui. Ja, so viel dazu. Gefällt mir. Erstmal schön in die Wildschweine reinrennen. Also. Das. Was mache ich denn falsch? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Was mache ich falsch? Entschuldigung. So, gut. Nach der erfolgreichen Flucht sehe ich gerade, wir müssen einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis zum Ende angeschaut habt, Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten Kritik etc. immer erwünscht und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Schnaken TV. Und ciao!